Officer Paul meldet, Ifrit gepackt in der, unter der Abdeckung bei der Antenne. Orca ist gelandet. Ich sehe Leute mit scharfen Schusswaffen. Einer trägt einen Taucheranzug. Insgesamt habe ich bisher drei Verstanden. Personen gesichtet. Wolf? Ja. Bist du schon gespawnt? Gleich. Alles klar. Verstanden. Weiter bitte observieren und wir sind unterwegs. Sind Toni und Wolfgang jetzt bei uns oder bei Wir sehen jetzt denen? den Pygros und starten Bei Richtung uns. Bank. Alles klar. Einer steht Wir sind im ein Orca. Pygros. Ich habe ja nicht meinen Taser, ich brauche noch einen Taser. Gott. Sorry, scusi, RAQ bei Atira sind wir so. Wir nähern uns quasi von Norden. Der Banküberfall ist schon im Gange, die Zeit läuft schon. Ein Schütze hat sich positioniert zwischen den Häusern, schaut Richtung Brücke. Ein Schütze ist bei der Antenne, kannst du auch durchsagen. Ein Scharfschütze sitzt in dem Tarnnetz bei der großen Antenne in der Nähe vom Ifrit. Meine Sounds mal wieder anschalten. Okay, wir sind in Position, also wenn sie das Feuer öffnen auf euch, sagt uns Bescheid. Wir brauchen noch Anweisungen, wie wir vorgehen sollen. Okay, also wir brauchen jemanden, der am nächsten vorne steht und sich unbewaffnet über die Brücke hinweg den Räubern nähert. Kann ich und machen. Bitte in-game laut schreien, dass er der Verhandler ist. Kann ich machen. Musst du im Ingame-Chat sagen. Ingame-Grip-Channel. Ein Ifrit bewegt sich. Ein Ifrit bewegt. Ja, ich habe eine wunderbare. Ja, ich warte so ein bisschen auf Pause-Bestätigung, deswegen. Achso, bitte okay. Jemand los. Achso, mein Mikrofon war aus. Ich habe schon bestätigt. Sag bitte einmal Ingame. Gamer Freak, bitte auf die Brücke. Bitte auf die Brücke zugehen. Waffe wegstecken, auf die Brücke zugehen. Wolf, beeil dich jetzt mal. Bitte. Verstanden. Unbewaffnet auf die Brücke zu gehen. Sehr gut, nicht laufen. Gehen. So, jemand anders, der da unten noch steht, bitte einem der über die Polizei-Channel einem der Leute sagen, dort unten, habt ihr einen gespottet hoffentlich, dass ihr auf die zukommt und entsprechend mit ihnen reden wollt. Wo soll wer hinfahren, Paul? Gamer Freak, einfach weitergehen, bitte. Wie bitte? Wo sollen wir hinfahren? Wir kommen jetzt gerade vom HQ. Kommunikation muss schnell laufen, dass sie ihnen Bescheid gibt. Wir müssen in die Nähe. Ja, ich muss mal auf kurz der Mitte SMS ungefähr schreiben. Etwa noch 20 Meter weiter stehen bleiben. Rückmeldung bitte. Ja, SMS ist. Kann mir Meldung, jemand wenn eben die Nachricht sagen? Abgesetzt ist. SMS abgesetzt. Ich fährt unten einen Orca auf knappe 170 Grad. Meldung ist abgesetzt. Verstanden. Paul, wir wissen jetzt nicht, was wir machen sollen. Also ich weiß gar nicht jetzt, was ich machen soll. Ihr sollt euch bewaffnen sozusagen und dann euch Freak, irgendwo Schutz suchen. Bitte langsam weiter vorwärts. In der Nähe von der Brücke, also bei den Häusern. Also meine unsere Position ist jetzt etwas oberhalb an einem Fabrikgelände. Oder sollen wir wirklich runter an die Brücke? Ich weiß nicht, ob ihr Leben bis zur Brücke direkt kommt. Vorne am Haus. Gamer Freak etwa von Ihnen aus auf 10 Uhr steht einer irgendwo im Gebüsch versteckt. Okay, wir fahren jetzt unten zu dieser Position hier. Ich platziere schnell das Auto hier hinter einer Wand. Gamer Freak, so ist gut. Dort stehen bleiben. Suchen Sie ingame zu rufen. Ich hab dich im Visier.
Sehe aber keinen im Moment. Rückmeldung, falls es eine Antwort gibt. Zeroing auf 400 Meter. Thema Freak? Jo. Hast du Rückmeldung von denen? Negativ. Dann sag das einmal durch. Ich glaube, der Herr hat mich erschossen. Germafik wurde erschossen. Tilo. Gut. Also, Feuer frei, Herrschaften. Auf alles schießen, was zu sehen ist. Ich glaube, unser Herr Gamerfreak hat alles richtig gemacht und hat versucht, die Herrschaften zum Aufgeben zu überreden, oder? Positiv. Positiv. Dann geht's jetzt los. Feuer frei. Verstanden. Ich schalte zuerst den Heli aus, ja. Jetzt versuche ich's. Haben die Thermalvisiere eigentlich? Wir werden einen Helikopterflug unfähig machen. Kann gut sein. Ja, sind dabei. Ja, sind dabei. Machen wir gerade. Halt Abstand halten. Ich bin etwas ungünstig positioniert hier. Aber ich kann nicht viel machen mit meinem Taser. Wer hat nur einen Taser? Ich habe aktuell nur einen Taser. Ach so, okay. Deswegen mache ich den Spotter. Deswegen spotte ich nur. Alles klar. Ich muss mich auf den Boden legen, sonst kann ich das. Wir werden nicht lange hochhalten. Ich sehe den Typen einfach nicht. Jetzt fährt der Ifrit, glaube ich. Oh, nee, da ist gerade der Hubschrauber in die Luft geflogen. Ich will nicht wissen, wer dafür verantwortlich war. Das war's wohl mit Wegnehmen. Bestätige Hubschrauber, bestätige zerstört. Hubschrauber zerstört. Die Raketen benutzt. Gehe davon aus, ja. Aber ich sehe keinen, das ist scheiße. Es ist der Blackfoot mit Sirene. Der vorne ab, ey. What the fuck? Da haben die irgendwie einen Arsch offen oder so? Oh. Für mich jedoch wie im Shooter. Ja, irgendwo schon. Es ist irgendwie Ironie, was die reden. Haben sie nicht eben noch erzählt? Na egal. Ja, ich verstehe. So, Herrschaften, rückt vor. Bitte langsam vorwärts rücken. Wir geben euch jetzt Rückendeckung. Dicken 30mm Kanone. Vor, falls ihr beschossen werdet, schießen wir. Alles, was da ist, bitte festnehmen. Und Red Gull nicht vergessen zu nehmen. Hast du noch eins? Ja, also wenn du zu mir kommst, hab ich noch. Ich bin vorne an der Mauer. Also ich hab, warte, ich geb... Wolf, ne? Ja gut, ich bekomme gerade eine SMS, sie wollten den Rekruten nicht töten von DNG Thunderflow. Dann alle. Scheinbar war der Tilo nicht informiert. Antworten, dass sie aufgeben sollen und mit erhobenen Händen sofort rauskommen sollen. Jo, danke. Heißt das Feuerbefehl? Verstanden, wird ausgeführt. Da ein Schütze guckt runter Richtung Brücke. Er verschwindet wieder hinten Richtung Wasser hinter der Mauer an der Bank. Weiter vorrücken, trotz alledem. Ich denke mal, wir dürfen jetzt nicht schießen, oder? Paul?
Thunderflow sitzt, Thunderflow sitzt im Ifrit drin. Ein Verdächtiger immer noch oben am Ende der Mauer zur Straße hin, guckt nach unten. Handelt sich um Tilo. SMS zur Aufgabe ist raus. SMS bitte auch an Tilo schicken, er soll hinter der Mauer nach vorne kommen und sich ergeben. Er läuft gerade hinten hinter der Wand rum, also hinter der Bank rum. Kommt dann Richtung Land vorne wahrscheinlich raus. Jetzt kommt er vorne raus. Hier seine Signatur. Er läuft vorne an der Mauer entlang. Ihr müsstet ihn sehen. Ganz rechts vom Land aus an der Mauer. Bei der Bank. Läuft wieder nach hinten. Ist wieder hinter der Mauer verschwunden. Tilo ist ebenfalls informiert. Ich habe den Rekruten befohlen, jetzt noch nicht scharf zu schießen, bis geklärt ist, ob die aufgeben. Tilo läuft jetzt hinten an der Wand weiter lang, kommt Richtung Straße wieder vorne. Wolf, pass auf, wenn jemand... Hockt jetzt, immer noch mit gezogener Waffe. Läuft wieder zurück. Hat irgendwie nicht kapiert. Tilo ist wieder nach vorne, hängt an der Wand. Ich glaube, ich gebe einen Warnschuss. Seht ihr den? Dass das jetzt nur die letzte Warnung war. Seht ihr ihn? Allen Beteiligten, die schreiben. Ich kann ihn nicht sehen, ehrlich gesagt. Ich sehe Tilo dahinter, aber er soll gefälligst jetzt rauskommen und sich ergeben. Mein Gott, ist der hartnäckig. SMS an DNG Thunderflow und an Tilo sind raus. Tilo hängt immer noch hinter der Wand und rennt aufgescheucht hin und her. Ach so, das ist einfach nur... Hat's anscheinend noch nicht verstanden. Zwei Warnschüsse schon vom Bug gegeben, trotzdem rennt er noch hin und her. Ist noch jemand in dem Zeltdach da, wo die Antenne ist? So, Herrschaften, ja, bitte vorrücken. Bitte vorrücken über die Mauer, über die Brücke Richtung die erste Mauer. Soweit ich sehen kann, ist er alleine da oben. Keine anderen Signaturen. So, vorrücken. Lauft auf ihn zu, bietet euch an. Er ist jetzt rechts quasi außen an der Mauer hinter der Bank. So, jetzt kommt er nach vorne. Haben wir Schussbefehl? Vorwärts, vorwärts, lauf, vorwärts. Gehen, Herrschaften, gehen. Ein bisschen mehr Stolz, aufrecht. Waffe runter und langsam gehen. Das hat Swag, aber trotzdem, ich fühle mich irgendwie nackt. Einfach schön langsam wir über das Ding. Sollte er eine falsche Bewegung machen, ist es jetzt dann vorbei und wir machen ihn tot. Aber er hat jetzt gesagt bekommen, was ist. Ein bisschen mehr Präsenz. Dann rücken wir ein. Er läuft jetzt gerade hinter der Mauer lang und kommt dann an der Straße entlang, quasi an der linken Seite der Mauer hinten raus wieder. Ich kann ihn wegnatzen, wenn ich will, aber ich mach's nicht. Ruft ihn an, sagt Bescheid, aufgeben. Schüsse. Sollte er es nicht machen oder einer von euch fallen, ist er tot. Werden beschossen. So. Das war's. Ifrit, das war's, Herrschaften, ich danke euch. Wir haben ihm die Chance gegeben. Ihr habt euch sehr stolz
dem gezeigt, aber ihr habt gesehen, manche wollen nicht einfach. Ifrit fährt. So, jetzt wird geschossen, geht zurück, geht in Deckung. Ifrit bewegt sich, den nehmen wir jetzt auseinander. Sollen wir Nagelbänder auflegen für den Fall? Der kommt nicht weg. Am Ende der Brücke sind schon Nagelbänder. Alles klar. Das ging schnell. Ruhig halten. Ah, ich bin aber meine Matrosen sollten wir über diesen Banküberfall mal ganz, ganz dringend reden. Also wenn das hier Standard ist...